Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Wundertüte hier auf dem Kanal. Für diejenigen, ich sag's in den Anfangsfolgen jetzt immer mal, die nicht wissen, was eine Wundertüte ist. Das ist eine Playlist hier auf meinem Kanal, ein kleines Format, an dem ich immer nur für eine Folge ein Spiel anspiele, das ich im besten Fall selber nicht kenne und das im besten Fall auch gar nicht so bekannt ist, also dass ihr euch quasi auch wie in einer Wundertüte überraschen lassen könnt. Und heute als viertes Spiel habe ich mir ausgeguckt, Abzu. Und das habe ich auf Steam gesehen und nur gesehen, dass es irgendwie mit Unterwasserwelten zu tun hat. Und es sah echt richtig, richtig schön aus. Deswegen ich gedacht habe, komm, schreib's die Entwickler mal an. Die haben mir freundlicherweise sofort auch einen Key rübergeschickt. Vielen Dank dafür. Und ich bin sehr gespannt. Und wir hüpfen direkt rein, ohne große Umschweife. Ich muss ja dazu sagen, dass ich, habe ich auch schon öfter erwähnt, ein unglaublicher Angsthase bin, was das große, weite Meer angeht. Und Unterwasserlevel auch bei Legend of Zelda oder Super Mario World oder all sowas waren für mich immer die totale Hölle. Und ich konnte immer nur so spielen. Dementsprechend ist das jetzt für mich natürlich eine ganz besondere Herausforderung hier, weil jetzt wird es auch schon dunkler. Und es kommt uns bestimmt gleich irgendwas Lustiges entgegengeschwommen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist kein Horror-Game. Hoffe ich. Alright, wir sind im Game. Rechte Taste tauchen. Und dann vermutlich WASD, oder? Ganz klassisch. Oh, was ich auch wieder gesehen hatte, genau, was eigentlich der Hauptgrund war, warum ich mir das Spiel ausgeguckt habe, war, dass in dem Trailer auf Steam zu sehen war, dass das Ganze auch wieder von einem richtigen Orchester eingespielt wurde. Also kein Synthesizer-Computer-Soundtrack, sondern richtig schön live vor Ort mit einem fetten Orchester eingespielt. Und das finde ich, hört man auch immer sofort raus. Dementsprechend bin ich gespannt auf die musikalischen Ergüsse, die uns hier erwarten werden. Wir gehen einfach mal unter Wasser jetzt, denn das ist ja mehr oder weniger der Sinn. Zum Schwimmen gedrückt halten. Okay. Ich gehe mal davon aus, das, ah nee, es ist so ein bisschen mit der Maus bewegen. Ich muss erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen jetzt hier. Gehen wir davon aus, dass wir auf jeden Fall natürlich unendlich schwimmen können, weil menschlich scheinen wir ja nicht zu sein. Aber es ist ein bisschen hakelig. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Geht es vielleicht auch mit Controller? Ich try mal kurz. Ja, es geht auch mit Controller. Dann spiele ich es lieber mit Controller. Ich habe auch gelesen, dieses Spiel sollte man unbedingt mit Controller spielen. Genau so war es. Gut, dass mir das jetzt gerade noch eingefallen ist. Okay, hier können wir schneller schwimmen. Ich glaube, das wird ein Game, wo es jetzt natürlich keine Story und so groß gibt, sondern einfach nur mal so ein bisschen die Unterwasserwelt entdecken. Ist wie gesagt etwas, was ich mir im wahren Leben überhaupt nicht vorstellen könnte. Also hier natürlich jetzt schon eher so ein bisschen unter Wasser. Aber sobald es jetzt hier in so eine geile Höhle reingeht. Hi. Zum Reiten gedrückt halten. Oh. Oh. Ah, jetzt können wir den Fisch steuern. Der ist ja abgefahren. Goliath Grouper. Da gibt es bestimmt nachher auch noch richtig, richtig fette Dinge. So einen riesigen Wal oder sowas, den wir steuern können. Es sieht aber schon sehr, sehr, sehr gut aus. Das könnte auch eigentlich rein theoretisch jetzt echt so ein Zelda-Titel sein, ne? Link, schön im Unterwassertempel, auf der Suche nach dem nächsten großen Item, das uns einen Schritt weiterbringt. Auf dem Weg zum Endkampf gegen Ganondorf. Was haben wir hier? Zum Interagieren drücken. Oh, das ist so eine Turbine. Oder auch nicht. Ein Scanner, klar. Hey, das ist unser Freund jetzt. Oh. Begleitet er uns jetzt? Können wir uns an ihn ranhängen? Interagieren? Nee, geht irgendwie nicht. Der kommt einfach nur mit jetzt, ne?
Das ist aber niedlich gemacht vorne, mit der Linse und dem Auge. Oh, hier gibt's auch bestimmt... Ach, guck mal. Das kann mir auch keiner erzählen. Jetzt auch mit so einer Statue hier. Das sieht doch schon sehr schreinartig aus. Können wir hiermit interagieren? Backbutton to meditate. Okay, jetzt können wir meditieren. Backbutton. Was ist denn der Backbutton? Der hier? Meditieren wir? Ah ne, da geben wir so Signale ab. Guckuck. Okay, gehen wir mal weiter. Folgen wir mal so ein bisschen hier dem Schwarm der Fische. Dem Ruf des Meeres. Oder folgen die uns? Der Hund da unten leuchtet auch noch irgendwas. Oh, guck mal, sogar eine Rolle können wir machen. Können wir richtig verschiedene Möglichkeiten hier ein bisschen uns vorzubewegen. Jetzt habe ich nur gerade irgendwie verlernt, wie wir hier Gas geben. Ah, so? Perfekt. Leopardenhai. Oh. Oh. Komm, den satteln wir. Aber wo ist er hin? Oder müssen wir die Tiere einfach nur quasi so ein bisschen sammeln? Der ist zu fix unterwegs hier. Es ist unfassbar beruhigend zu wissen, dass man auf jeden Fall, hoffe ich, nicht sterben kann. Oh! Aua! Achso, nee, doch, jetzt konnten wir uns gerade... Ah! Guck mal, konnten wir doch hier uns daran schleudern. Ranklemmen. Aber wir gehen mal weiter. Hier ist noch einer gefangen. Oh, der sieht kaputt aus. Nein. Hey, Kollege. Yay. Wir sind eine richtig coole Truppe. Es gibt schon noch mehr zu finden. Irgendwann sind wir eine coole Gang. Ist der da hinten jetzt eifersüchtig? Seht ihr das? Der ist irgendwie deaktiviert. Nein. Okay, sehr gut. Wir ziehen das hier gemeinsam durch, Leute. Wir ziehen das hier gemeinsam durch. Können wir hier durch? Kannst du was machen, Kollege? Spreng das mal auf. Nice. Dass beides dunkel wird, ne? Hinterher. Das mit einer Oculus Rift oder einer anderen Virtual Reality Brille muss ja auch Hammer sein. Na komm, wo ich irgendwas mache ich falsch wieder hier mit der Steuerung. Wo paddel ich denn jetzt dauerhaft? Hier? Ah, okay. Jetzt habe ich's, Leute. Jetzt habe ich's. Ich schwimme eher mal, weil das eben ja nur in der Wundertüte immer ein Video ist, schwimme ich mal so ein bisschen fixer durch. Oh Gott, Krebse. Oh Gott. Anstatt jetzt hier wirklich jedes Detail mitzunehmen, das könnt ihr ja dann machen, sollte euch das Spiel gefallen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es hier einiges zu entdecken gibt. Und hier gehen wir mal runter. Da muss ich zum Beispiel jetzt an Twilight Princess denken. Da gab es auch, da ist man von oben runtergefallen im Wassertempel und war dann unter Wasser in diesem riesigen, ja, Tempelkomplex, der komplett geflutet war. Und dann kam diese riesige Schlange als Endgegner. Und die war richtig fies drauf. Was ist jetzt los? Oh, Alter. Oh, das sieht aber schon wirklich richtig, richtig gut aus. Ich habe wieder so Bock auf einen richtig, richtig guten Zelda-Teil. Aus wie so eine. Es sind mehrere. Sieht aus wie so ein Quallentempel. Ich frage mich gerade, ob es wirklich Open World ist, dass ich quasi wirklich hinschwimmen kann, wo ich will und wir gar nicht hier hätten hingemusst. Ob wir jetzt auch hätten weiter oben schwimmen können.
Oder ob es doch so schlauchartig ist und man eher hier alles hintereinander abschwimmt. Ein Rochen. Das ist total beruhigend, das Game. Ich hab früher... Oh, guck mal, jetzt fluten wir den Tempel, damit hier gleich die Schlange runtergelassen wird. Ich hab früher auch immer sehr, sehr gerne... Klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber so Meeresgeräusche zum Einschlafen gehört. Jetzt nicht diese klassischen Walgesänge und so, sondern einfach nur so plätscherndes Meer. Ich hab irgendwann mal so einen kleinen Zimmerbrunnen gehabt, um das noch zu verstärken, den Effekt. Und dann wurde ich älter und dann ging's mir immer noch auf den Sack. Aber auf jeden Fall gesünder, glaube ich, mit sowas einzuschlafen, als irgendwie vorm Fernseher oder so. Das merke ich immer wieder, vorm Fernseher einzuschlafen ist nicht so das Wahre. Seid ihr noch da? Oh, guck mal, jetzt schwimmen die vor. Das ist so cool. Dürfen wir die berühren? Hallo? Können wir irgendwas machen? Schwimmt ihr mal vor, Kollegen. Die Musik baut sich auf. Der Stein da sieht aus wie ein riesiges Monster. Oh Gott! Alter! Okay. Tut mir leid, Leute. Damit konnte keiner rechnen. Das war gut geschauspielert, oder? Ich habe mich natürlich nicht wirklich erschrocken. Aber ich bin gleichzeitig so mega jetzt gerade voll unter Adrenalin. Auf der anderen Seite aber auch todtraurig, dass unser Kollege jetzt gerade, ich hoffe, nur entführt wurde und nicht. Ihr wisst schon. Das ist ein Auge, oder? Was hast du mit meinem Freund gemacht? Alter. Schwimmen wir mit den Fischen mit? Nein, wir müssen gegen den Strom schwimmen. Oh, jetzt wird die Musik gerade nicht cool. Oh. Gehört ihr zu uns? Schwimmt ihr mit uns mit? Sind wir Freunde? Verfolgt uns was? Warum schwimmen die alle hier so lang? Was so ein Soundtrack ausmacht, ne? Ich kriege echt gerade Gänsehaut. Das sieht ja gruselig aus hier. Delfine! Delfine! Wartet! Wartet, ich will mich ranhängen an euch! Ich will mich ranhängen! Bitte, lasst mich mitschwimmen! Ich liebe Delfine! Nein, oder kommen die her? Müssen wir die sammeln? Werden wir immer mehr? Kann das sein? Ja, ich glaube, wir werden immer mehr. Unsere Crew wird immer stärker. Wir holen unseren Roboterfreund zurück.
jetzt folgt uns plötzlich keiner mehr. Warum nicht? Da ist der Hai. Da ist der Hai! Komm her! Den holen wir uns später. Wir brauchen noch mehr Verstärkung. Ja, vielleicht gehen wir auch zu den Eltern von dem Hai. Verpetzen ihn. Wartet! Ich hab wirklich gewartet. Mit Spracherkennung vielleicht. Bitte warten! Aber es ist doch irgendwie, obwohl das so groß ist und man sich ja frei bewegen kann, lenkt einen trotzdem irgendetwas. Ich weiß nicht, ob es die Kamera ist oder der Urinstinkt, das Bauchgefühl, irgendwie immer zum richtigen Weg. Ist er das? Na klar ist er das. Das ist kein anderer. Das ist unser, den wir vorhin, der uns vorhin beraubt wurde. Hey! Wie taufen wir die Dinger? Billy und Harry. Billy und Harry. Das ist Billy. Und wo ist Harry? Ist Harry weg? Wieso können wir denn nicht das Glück haben, mal in der großen Gruppe hier? Der sucht bestimmt den Hai. Müssen wir hoch? Ich glaube, die Delfine, die leiten uns so ein bisschen gerade, ne? Ich würde mich wirklich gerne mal dranhängen. Es muss doch irgendwie gehen. Ja, oh! Woo! Boah! Yeah! Wie cool ist das denn? Woo! Das ist wirklich richtig, richtig schön. Sorry. Ich glaube, wir müssen da runter. Oder? Ja, von da kommen wir, glaube ich, ne? Ja, okay, deswegen. Okay, alles klar. Dann schnappen wir uns nochmal so einen Delfin. Gemeiner Delfin? Wieso denn ein gemeiner Delfin? Der ist super cool, der Delfin hier. Wee-hoo! Das sieht gut aus, Billy. Was ist eine Autobahn? Los, Billy! Kommen die Delfine mit? Komm, wir schnappen uns einen, mit dem wir die Reise gemeinsam bestreiten hier. Oh, nicht wieder nach oben, nach unten? Sehr gut. Ey, die Dinger sind auch wirklich so gut zu steuern. Aber der kann leider nicht mit. Schade. Ich werde ihn nie vergessen, gemeiner Delfin. Ich fand dich gar nicht so schlimm. Oh. Schildkröten. Hier, aber ich würde gerne mal gucken, einmal noch so ein riesiges Ding. So einen riesigen Wal. Unbedingt noch mal gucken, ob das irgendwie auch mit, ob das eine VR-Unterstützung hat. Huch.
Warum ist das hier plötzlich so dunkel? Das hat mir vorhin besser gefallen. Hallo? Oh Gott! Warum bin ich denn immer so ängstlich? Mann! Und damit beantworte ich ein für alle Mal die Frage, nein, ich werde nicht Horrorspiel XY spielen. Auf gar keinen Fall. Hier scheinen wir ja irgendwie immer wieder eine neue Rasse freizuschalten, kann das sein? Vorhin den Rochen. Geschwommen, vielleicht eher so als Achievement oder so, dass wir die jetzt. Ah, okay, das sind alles so düstere, verlassene Meeresabschnitte und wir befreien die quasi und bevölkern sie dann wieder mit den jeweiligen Tieren. Oh, es sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Also in dem Grafikstil in Zelda fände ich auch. Fände ich gut. Wollen wir mal gucken, ob wir mit einer Schildkröte schwimmen können? Da oben ist gerade eine. Hallo, darf ich mich mal ranhängen? Das geht echt. Wir können es ganz... Suppenschildkröte. Wir können es ganz... können es ganz gemäßig machen. Bob. Bob, die Schildkröte. Hallo Günther. Wollen wir mal. Oh, guck mal, weicht sogar aus. Der ist ein bisschen schlecht gelaunt, offensichtlich. Ich mag mich gar nicht so dranhängen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie. irgendwie unbequem ist für die Tiere. Dass es denen wehtut. Wir lassen die mal machen. Aber auf so einen Wal. An so einen Wal können wir uns mal ranhängen. Free Willy. Wie er sich direkt schon so quasi bereit gemacht hat für uns. Aber ich kann irgendwie kann ich nichts aktivieren. Vielleicht zu weit weg. Ah. Komm, Willy! Willy! Und... Platsch! Nochmal. Es ist so schön, mal ein Spiel zu spielen, das einfach nur schön ist. Wo man nicht irgendwas machen muss und wo es irgendeine Story gibt oder so, sondern einfach das Ganze mal auf sich wirken lässt. Finde ich super schön gerade. Muss man auch erstmal schaffen mit dem Spiel. Pass auf, Billy. Billy, nicht so stürmisch. Was ist hier los? Was ist das? Was ist hier in der Mitte? Yay! Wee-hoo!
Ey, das macht so viel Spaß. Es ist, ich hoffe, das verträgt sich irgendwie auf das Anschauen, aber das ist einfach so schön hier gerade. So ist ganz komische Erfahrung. Ich weiß nicht. So. Also das All-Seeing Eye. Illuminati. Ist es ein Freund? Ist es ein Böser? Ist es irgendwie, scheint er so ein bisschen. Ich kann ihn noch nicht ganz einschätzen, dieses riesige Tor. Ich meine, es ist ja lieb, dass es sich für uns öffnet, aber. Wir schwimmen ohne Billy. Stimmungen und Farbgebungen. Richtig, richtig schön. Boah. Das ist ein fettes Ding. Was bist du? Das sieht komisch aus, wie so ein halber Fisch. Noch nie gesehen. Was ist das denn? Was bist du? Du bist ein Adlerrochen. Echt? Okay. Dich kannte ich noch nicht. Weil der ist auch ein bisschen. Ah! Der macht's mir nicht so leicht. Der ist ein bisschen. Der mag das, glaube ich, gar nicht. Dann lasse ich los. Ist in Ordnung. Da. Hier können wir lang. Oder da oben. Oder? Kommen wir von da oben? Nee. Wir gehen mal hier unten lang. Aber haben wir denn noch. Ist Billy noch da? Nein, ist er nicht. Wir müssen erst Billy finden, offenbar. Billy? Habt ihr Billy gesehen? Billy war den letzten Mal immer auf dem Boden, oder? Da ist er. Billy, was machst du denn immer? Na, alles gut. So, aber das finde ich hinten auch noch interessant. Bevor wir hochgehen. Was ist er denn hier? Können wir den auch reiten? Oh, ist das so ein. Ist das so ein Tintenfisch? Das ist ein nicer Tintenfisch. Hi! Verspritzt er jetzt gar nicht hier sein. Was ist das nochmal? Öl? Benzin? Kerosin? Tinte natürlich. Eulenrochen. Euch reite ich auch nochmal. Eine Runde auf euch, Alter. Und dann ab. Aber die sind alle. Ah doch. Okay. Ich wollte gerade sagen. Oh, Alter, da muss ich ab hier. Oh! Ja, bisschen nach links. Genau. Sehr gut. Nein! Okay. Ich lasse die mal in Ruhe. So, es wäre super nice, wenn du das einmal für mich öffnen würdest hier. Danke dir! Schatz. Hallo? Nee, da können wir jetzt irgendwie die Kette einziehen. Mach das schon, Billy. Pass auf, dass hier nichts passiert. Ah, nee, okay. Jetzt heben wir das mittlere Podest offenbar hoch und öffnen wir die Tür. Aber es ist ja doch so ein bisschen. Jetzt wird es doch so ein bisschen Puzzle-Game-artig. Das finde ich eigentlich gut.
Und macht es mir natürlich schwer, gleich wieder zu einem Ende zu kommen, weil eigentlich haben wir gerade schon wieder das halbe Stündchen voll. Länger soll es hier nie gehen und ich muss auch aufpassen, dass ich da nicht irgendwie jedes Spiel immer auf den Livestream vertröste. Aber es freut mich umso mehr, dass wenn euch ein Spiel gefällt, ihr dann vielleicht selber ja Lust habt, die Entwickler zu unterstützen und zu sagen, ey, da hole ich mir jetzt das Game. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall noch hier. Oh, da hinten habe ich doch was richtig Fettes gerade langschwimmen sehen. Aber hundertprozentig, Leute. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Wir brauchen hier noch eine... noch ein Kampfgeschwader. Das uns im besten Fall so ein bisschen begleitet und beschützt. Na, Leute, ihr kommt schön mit hier. Da war auf jeden Fall was Fettes. Ich hab's genau gesehen. Jetzt ist es weg. Das kann doch nicht sein. Billy, du hast es doch auch gesehen, oder nicht? Der Rotfeuerfisch. Ah. Können wir nicht reiten? Boah, hier passiert jetzt wieder irgendwas. Da sieht doch schon so aus. Musik hört auf. Nee. Aber sie wird... Okay. Es gibt nur eine Chance, wie wir an dem vorbeikommen. Wir müssen ihn reiten. Das war aber ein dicker, fetter, weißer Hai, oder? Und das war vielleicht auch der weiße Hai, der vorhin... Billy hier verletzt hat und der jetzt womöglich Harry in seinem Besitz hat. Deswegen bitte, Billy, pass auf. Billy, bitte. Bitte, bitte, bitte. Du bist schon wieder viel zu stürmisch. Ich verkrafte das nicht, wenn du dich wieder verletzt. Aber dieser Hai scheint ja irgendwie der Big Player zu sein. Wir sehen ihn immer nur und dann haut er wieder ab. Richtiger Unterwassertempel jetzt hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so traurig bin, wenn jetzt hier gar nicht so ein richtig dickes, fettes Vieh kommen würde. Weil ich weiß nicht, ob es hier nur realistische Tiere gibt oder ob da plötzlich ein Riesending so auftaucht. Das finde ich jetzt nicht so. Jetzt schalten wir bestimmt. Mit was sind wir denn gerade geschwommen? Dem Hai nicht. Den Hai schalten wir jetzt nicht frei. Mit dem Rochen sind wir auch schon geschwommen. Ach, das ist doch dieser... Das ist doch dieser... Wie nennt er sie nochmal? Nicht Hammerfisch, sondern... Erfahren wir bestimmt gleich. Hätte aber auch ein normaler Hai gewesen sein können. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber dafür war er irgendwie ein bisschen zu platt. Nee, das sind das, was sind das denn hier? Das sind doch... Was sind das? Auf jeden Fall lustig aus. Mal gucken, wie er sich reiten lässt. Wenn er mich lässt, er lässt mich. Aber es ist schon bislang, glaube ich, das Größte. Der Walhai.
habe ich vorher nicht gekannt. Bin aber allgemein auch, was Unterwasserwelten angeht und so, jetzt nicht so mega versiert. Ich esse auch keinen Fisch. Und dementsprechend könnte ich vermutlich nicht mal einen Dorsch unterscheiden von einem Hering. Das vielleicht doch gerade noch schon so. So, Leute. Wir gehen jetzt noch hier durch das nice Tor. Zusammen mit Billy. Und dann würde ich aber sagen, kommen wir langsam zum Ende. Das ist nämlich die ganze Zeit so ein Secret of Mana hier. Ich weiß gar nicht warum. Wegen diesem Wassertempel am Anfang oder diesem Eistempel. Aquädukt hier unter Wasser. Billy, gut, dass du da bist. Kannst du das öffnen? Kannst du nicht? Doch, das kannst du, oder? Nicht? Okay. Ah, okay. Ah, das ist lustig, wie der Geräusche macht. Ah, mach nochmal. Sag mal was. Ach, schade. Es klang aber süß. Da ist das Auge wieder. Das Auge scheint hier auf jeden Fall irgendwie ein dicker Boss zu sein. Wenn die ihn hier anbeten, alle beten das Auge an. Vielleicht gibt es ja auch das Jetpack von GDR 5. Kleiner Insider. Billy, um dich mache ich mir echt Sorgen. Es ist mir egal, was bei mir passiert. Aber du musst echt ein bisschen aufpassen. Doch, was sind das für Laseraugen hier? Was ist das denn? Der sieht ja richtig gruselig aus. Erstmal reiten. Alter! Der Koelakant? Gibt's den wirklich? Oh Gott, der isst die kleinen Fische! Du Verrückter! Mit dir will ich nichts zu tun haben! Ja, da oben sieht auch nach einem fetten Fisch aus. Auf jeden Fall doppelt. Das könnte der weiße Hai doch gewesen sein, oder? Und da rechts, da steht der Tintenfisch. Wenn ich den schon sehe. Also ein Tintenfisch, das wäre jetzt genau das, wo ich keinen Bock drauf hätte. Hier ist irgendwas eingebrochen. Hier ist ein Auge rausgeflatscht. Irgendeiner... Oh Gott. Irgendeiner hat offenbar ein Problem mit dem... Mit dem Auge, da hinten ist es. Das Auge sich selber? Das Auge entfernt? Und was rede ich hier überhaupt? Billy, nicht so schnell jetzt. Das ist so ein Geheimgang, ne? So ein Geheimgang zum Auge. Irgendeiner hat hier offenbar mal rumgewildert. Vermutlich James Cameron. Okay, wir gucken noch, was uns dahinter erwartet, Leute, aber dann... Aber dann ist wirklich Schluss. Billy, ich gehe vor. Komm, das nehmen wir doch mit hier.
Es hat sich gelohnt. Schaut euch das an! Hey! Ich war echt so kurz davor, das gerade die Folge zu beenden. Wie gut, dass wir es noch gemacht haben. Wie cool. Oh! Hey! Oh, ich glaube, die Fische... Die kriegen gleich ein Problem. Dann öffnet sich schon die Luke. Boah! Das ist doch Wahnsinn, dass sowas mehr existiert. Das klingt jetzt blöd, aber wenn ich überlege, also ich meine, man sieht so ein Tier ja vermutlich nie in seinem Leben. Also, oh Gott! Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, ne, Tiefseetaucher ist und keine Ahnung, Meeresbiologe. Ich finde das wahnsinnig. Vor allem mega gruselig, mega erschreckend, was da unten eigentlich noch alles so existiert. Lass uns nicht alleine. Hilfe! Was waren das für Geräusche? Jetzt geht hier schräg. Jetzt ist hier irgendwas. Das hat doch gerade rot geleuchtet hier. Was ist das? Warum geht es jetzt ab? Was ist los bei euch? Wieso geht es ab? Ich mach doch gar nichts. Okay, okay, nice. Die sind richtig nice Skelette, Alter. Oh Gott, was passiert denn hier? Was ist denn los, Alter? Was mache ich denn? Ich will doch gar nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Oh, oh. Was geht denn hier ab, Alter? Was geht denn hier ab? Das Spiel hat eine unangenehme Wendung genommen gerade. Oh Gott, da kommt es auf uns zu. Das kommt ja auf uns zu. Die kommen ja alle auf uns zu. Was seid ihr denn für Dinger? Geh mal weg, geh mal weg. Beep, 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 beep. Ja, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Und wo ist Billy schon wieder? Müssen wir da an die Tür? Wir müssen bestimmt irgendwas mit dem Strom machen hier, ne? Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. In was sind wir denn jetzt hier reingeraten? Ja, 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 ja. Können wir das hier aktivieren? Ja, können wir. Okay. Die haben wir schon mal deaktiviert jetzt hier, ja? Fragt sich nur, für wie lange, Leute. Seid ihr dauerhaft deaktiviert oder macht ihr gleich weiter? Da oben ist wieder eins, ne? Ja. Du bist noch richtig geil drauf, Alter. Das finde ich richtig nice. Ich bin auch überhaupt nicht angespannt. Das finde ich persönlich eigentlich am schönsten, dass ich tiefenentspannt bin gerade. Vor allem, was meine coolen Kollegen hier angeht. Die hier die ganze Zeit mit ihrem beep, 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 beep. So. Schön. Ich hoffe, ihr feiert jetzt auch alle zusammen. Schade. Das tut mir aber leid. Leute, gerade entsteht hier wirklich eine mega Horrorsituation für mich. Unter Wasser und so eine komischen Dinger und alles so gruselig. Und jetzt muss man... Ja. Das ist der Hai wieder. Leute, what happening? Wir gehen da jetzt noch rein. Aber nur, weil ich vermeiden möchte, dass wir wie letztens... bei
The Final Station. Da haben wir ja auch aufgehört, als es gerade richtig, richtig, richtig spannend wurde. Als gerade diese ganze... Okay. Als gerade diese ganze Story überhaupt erst ihren Lauf nahm. Das möchte ich diesmal gerne vermeiden. Deswegen müssen wir ein bisschen... Mach ich nur für euch. Privat hätte ich schon längst abgebrochen. Da ist doch schon wieder so ein Bing-Ding hier. Lass mich in Ruhe! Was war das? Wieso explodiert da was? Alter, das ist ja eine richtig fiese Idee hier mit diesen Stromdingern. Und die hauen auch schon ab hier. Die sagen auch schon, ey... Oh, guck mal hier! Der Hai! Jetzt kriege ich mir doch Mitleid. Können wir ihm helfen? Raus da! Angst verbindet, Leute. Angst verbindet. War wieder so eine Muschel, die hole ich jetzt mal nicht, aber es scheint hier wie gesagt dann so Easter Eggs zu geben. Oder so kleine Dinger, die man halt überall entdecken kann, sammeln kann. Was zur Hölle ist das? Ah! Es ist eine Achterbahn der Gefühle, weil es ist eigentlich so schön und gleichzeitig ist es so unfassbar schrecklich gerade. Dass hier wirklich. So, ich weiß auch nicht. Und da sind die Tintenfische. Alles ist echt gerade. Sorry. Greift er uns an? Nee, der ist gegen uns geflutscht. Ah, guck mal, ich glaube, wir können jetzt gleich wieder Licht in alles bringen hier. Dann haben wir, können wir mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, quasi diese Folge beenden, weil wir sagen, wir haben Licht ins Dunkel gebracht. Wir haben hier alles gerettet. Oh Mann, ey. Das ist immer dieselbe Welt. Diese verschiedenen Türme sind die verschiedenen Tiere. Jetzt habe ich es verstanden. Digga. Shine bright like a diamond, Alter. Also scheint das Auge ja doch eigentlich ein fieser Boy zu sein hier. Scheint irgendwie so, ne, allgemein hier das Tor zu anderen Welten zu sein, aber so ein bisschen wie so eine LKW-Maut quasi unter Wasser in so einer Fantasiewelt. Was ist das denn, Alter? Achso, das war einfach nur, okay. Leute, ich komme langsam zum Ende. Schwimmen jetzt trotzdem noch da unten rein. Alter. Beende aber jetzt schon mal langsam. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und euch gefällt die Wundertüte auch in der vierten Ausgabe immer noch genauso sehr wie mir. Ich finde, das war eine sehr, sehr gute Idee, vor allem, weil ich selber nämlich dadurch wieder angefangen habe, viel, viel mehr Videospiele zu spielen. Und wenn ich überlege, was da jetzt eigentlich schon für Perlen dabei waren, obwohl das so die ersten Griffe quasi ins Steam-Regal waren, bin ich schon sehr, sehr happy darüber, dass wir hier so eine gute Auswahl getroffen haben.
Das ist doch irgendwie so ein nices. Das ist doch irgendwie, das ist doch so ein verrücktes Raumschiff. Das ist schon wieder der Hai. Hilft er uns jetzt? Er lässt uns hängen, ne? No! Lass uns in Ruhe! Okay. Wir haben es ja gar nicht. Ich habe mal ein bisschen die Sorge, dass wir es eigentlich schon fast durchgespielt haben. Leute. Ey, ich muss jetzt einfach mal beenden an dieser Stelle. Weil wenn... Dann muss ich einfach... Also, dann müssen wir es anders machen. Dann muss ich in Zukunft schauen, wie lange so ein Spiel dauert. Und dann wirklich einfach sagen, ich nehme so welche Games jetzt einfach als ein Stück Video auf. Heißt, einfach mal eine 2-Stunden-Folge rausballern. Habe ich auch absolut kein Problem mit. Aber ich würde es jetzt auch ungern irgendwie so auf 20 Parts irgendwie strecken. Das finde ich irgendwie nicht so schön, weil diese Wundertüte soll schon irgendwie was sein, wo ihr an einem Sonntagnachmittag da sitzt und sagt, ey, heute habe ich Bock auf ein neues Game. Heute habe ich irgendwie Bock, irgendwie das komplett zu sehen. Schönes 2-Stunden-Video von Birgi. Das finde ich cooler, als wenn das jetzt so jeden Tag kommt. Deswegen verzeiht mir, wenn ich jetzt hier leider aufhören muss. Aber ich garantiere euch, ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt und ich kann ja nochmal gucken, wie viel, wie sehr es noch weitergeht. Und dann können wir ja vielleicht nochmal, ja, ein Stream, das wird immer schwieriger bei den ganzen Games jetzt, aber vielleicht mache ich auch nochmal einen zweiten Part. Das habe ich ja bei Harold's Madison und bei dem fantastischen Virginia auch gemacht. Leute, ich wünsche euch jetzt erstmal einen fantastischen Tag. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn es so ist, lasst sehr gerne Bewertung da und freut euch auf weitere tolle, tolle Wundertüten. Ich habe noch sehr, sehr coole Games in der Hinterhand, auf der To-Do-Liste und das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Also, vielen Dank für eure, bislang zumindest für 3 Folgen, großartiges Feedback und bis zur nächsten Wundertüte oder bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Bergmann.